Ja, hallo, liebe YouTube-User und User. Hier ist wieder mit eure Mistesterin und zwar mit einem weiteren Video zu dem Silicon Case von Fantastic zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich das von Handyzubehör bzw. von Druckerzubehör.de. Schaut mal auf beiden Seiten vorbei. Die Links zu den Seiten sowie zu diesem Produkt findet ihr in der Infobox, glaube ich, heißt es. Hier drüben, wie gesagt. Jo, also kommen wir zum Produkt. Ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen. Also hier hinten haben wir übrigens einen Look, wo man das hier so fühlen kann schon. Also ich muss sagen, zu dieser Seite, diese Produkte, die sie haben, diese Silikontaschen, sind alle sehr, sehr preiswert. Ich glaube, diese kostet 2,75 €. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gerade lüge. Auf jeden Fall für 2,75 € könnt ihr euch diese schöne Tasche holen. Hier ist nochmal ein Dummy drauf. Hier steht es auch nochmal für iPhone 3G bzw. 3GS. Jo, hier ist die Tasche. Hier ist unsere Brille. Also hier haben wir jetzt die Tasche. Wie macht man das Ganze hier rein? Man steckt einfach hier oben zuerst oder unten zuerst rein. Ich mache mal halt oben und dann unten. Und dann zieht man das einfach hier so drüber. So. Man sieht schon auf den ersten Blick, dass der so heilige Chromrahmen... Oh, jetzt habe ich das wahrscheinlich etwas zu sehr auseinandergezogen. Dass der so heilige Chromrahmen geschützt ist über die ganze Seiten. Hier sieht man es. Alles zu. Der Home-Button ist exakt ausgeschnitten. So wie hier oben die Funklöcher, die drei Stück. Also die haben sein Doppeltes gemacht, ist aber nicht so schlimm. Und ganz kurz zeige ich es euch. Das Mikro, nein nicht Mikro, der Lautsprecher ist auch gut ausgeschnitten. Im Großen und Ganzen ist es ein sehr schönes Case. Es ist auch ziemlich dünn. Man sieht trotzdem nicht das iPhone-Logo durch. Da ich ja ein Skin durch habe, fühle ich es aber sogar. Kommen wir schon zum Dock und zu den Lautsprechern. Dieses ist vollständig ausgeschnitten, also nicht unterteilt. Also ich vermute, dass man dieses Case mit in den Dock reinbekommen würde. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, also ich würde sagen, es ist wirklich richtig dünn. Ihr seht es hier. Es ist vielleicht ein Millimeter dick. Jo, also kommen wir zum Kameraloch. Das ist auch sehr gut ausgeschnitten. Und hier oben das Kopfhörerloch. Ich denke, hier passen auch die eckigen Stecker rein. Ja, kommen wir zu den ganzen Bedienelementen. Sleep-Button. Simpel zu drücken. Natürlich kann man das hier noch alles auch gut bewegen. Hier drüben ist, das Einzige, was hier offen ist, sind die Kopfhörer, das Kameraloch, der Dock und der Mute-Button, den ich jetzt mal betätigen werde. Das ist natürlich einwandfrei. Und die Laut- und Leise-Tasten funktionieren auch super einfach. Jo, also im Großen und Ganzen schätze ich dieses Produkt sehr gut ein. Es liegt auch sehr gut in der Hand, trägt wenig auf. Das heißt, wer immer wenig Platz in den Taschen, in den Hosentaschen hat, für diese Personen ist dieses Case genau das Richtige. Es ist wirklich super dünn. Ja. Es ist wirklich richtig super dünn. Trägt kaum aus und ist billig. Es ist nicht billig, es ist preiswert. Weil wenn man billig sagt, klingt das immer so negativ. Also ich finde das Case super, es liegt dadurch super noch in der Hand, ziemlich dünn alles noch gehalten. Also ich mache es nochmal kurz raus alles. Also wieder genauso raus, wie man es reingemacht hat. Es ist wirklich, ihr seht hier meinen Finger durch. Ja, es ist wirklich super dünn. Man könnte vielleicht sogar... Nein. Na, was hat das untere Teil für eine Farbe? Richtig, rot. Also, super dünn. Ich finde das Produkt gut. Also, schaut mal auf die Seite von handyzubehör.de vorbei. Da gibt es dieses Case, übrigens noch in anderen Farben. In Blau, in Rot, ich glaube in Gold, in Schwarz natürlich.
Am besten ihr schaut vorbei, dann wisst ihr alle Farben. Für 2,75 Euro könnte man sich dieses Case wirklich leisten. Es ist nicht so teuer wie einige andere Cases. Ja, das wird sich natürlich im Praxistest zeigen, ob es was taugt oder nicht. Ja? Jo, also, das war's von meiner Seite. Man sieht sich oder nicht. Einen wunderschönen Tag noch und ciao.